Glück auf und herzlich willkommen in der zweiten Mission der Kampagne Die Kunst des Krieges. Heute sind wir etwas freier und ich würde sagen, wir gehen gleich ins Briefing und sehen, was uns da erwartet. So. Es ist der 17. Juni 2008. Es ist 7.15 Uhr. Wir sind ungefähr 14 Kilometer südlich der türkischen Grenze und sollen jetzt einen Ort sichern, durch den unser Nachschub später rollen soll. Wir erwarten keine regulären Streitkräfte, sondern nur Fedayeen-Streitkräfte, also Kämpfer, ausgerüstet mit ATGMs. Als Aufklärungselement haben wir zwei Züge der Aufklärer vor Ort, einen verminderten. Zur Feuerunterstützung haben wir einen Zug Panzerhaubitzen, nach 20 Minuten etwa einen Zug Mörser. Ein AH-64D Apache, der uns wohl freundlicherweise von den Amerikanern gestellt wird. Vielleicht, weil in echt unsere Tiger auch aktuell mal wieder nicht fliegen dürfen. Hust, hust. Tornado IDS nach ca. 45 Minuten. Ich nehme mal auch mit Schwärmen. Ground Pounder Loadout. Vielleicht kommt er heute zum Tragen. Außerdem bekommen wir Verstärkung durch Panzergrenadiere und Panzer nach etwa 10 Minuten steht hier. Hauptquartier nach 20 und nochmal zwei Züge Panzergrenadiere nach 20 und 30 Minuten. Plan sieht im Grunde genommen aus, dass wir uns halt da durcharbeiten, sobald die Panzergrenadiere vor Ort sind. Wir werden noch ein bisschen auf der Karte genauer darüber sprechen. Taktische Karte. Wir sehen, dass hier die Panzergrenadiere gar nicht aufgeführt werden, also werden sie wahrscheinlich erst später kommen. Pech für uns. Wir sehen, dass sie hier im. Ich nehme mal an, dass die Karte hier auch wieder gedreht ist, also wir aus dem Norden kommen. Und wir hier drei Punkte haben, die von feindlicher Infanterie besetzt ist. Punkte kriegen wir für das Vernichten von feindlichen ATGM-Einheiten und feindlichen Streitkräften. Und ich würde sagen, ohne größere Umstände. Schweigende geht jetzt auch dann auf die Map. Ja, sprechen ist schwer, habe ich immer noch nicht so ganz raus, aber macht nichts, ich bin ja erst fast 30, noch viel Zeit zum Üben. Und wir sehen, die Aufstellungsphase ist diesmal sehr entspannt, wir haben nämlich gar nicht viel zum Aufstellen. Hier habe ich ein bisschen umgepackt, aber es macht nichts. Diese beiden Fahrzeuge werden hier vorfahren, werden sich dann an den Ort hier rantasten. Ebenso wie diese beiden Wolf bis hierhin. Infanterie sitzt ab und wir tasten uns ran und klären diesen Ort auf. Die beiden Fennecs hier werden hier hocheilen bis zu diesem Punkt und diesen Ort aufklären, dann auf diesen Ort noch Artillerie einweisen und da ist auch schon der Punkt Artillerie. Haben wir auch Feuermissionen. Hierher und hierher und hier wird auch schon mal unser AH-64 kurz rüberdümpeln, gucken, was er so findet. Das bedeutet, wir werden hier Artillerie am Anfang draufschmeißen und hier. Dort wird später sicherlich nochmal was draufliegen. Und wenn die Arti durch ist und die Fennecs hier Sicht auf diesen Ort haben, wird der leider auch noch dran glauben müssen. Denn wir haben heute eine Rules of Engagement. Das Gebiet gilt als geräumt von Zivilisten. Das heißt, wir dürfen es knallen lassen, bis die Schwarte kracht. Und das werden wir auch tun. Wir werden hier alles in Grund und Boden stampfen. Höhöhö. Gut, und ich würde sagen, damit legen wir dann auch los. Denn wir haben ja alle keine Zeit und damit dann los geht's. Wir sehen ja auch, der eine Fennec hat einen Granatwerfer drauf, der andere einen MG3. Oh,
Wir sehen, was da für Müll vom Himmel kommt. Hier brennt was. Entweder hat da also unsere Artillerie einen Spitztreffer gesetzt oder unsere AH-64 hat auch schon mal freundlichen Gruß losgeschickt. Kampfhubschrauber sind in den modernen Titeln sehr kampfstark, vor allem wenn der Gegner nicht über geeignete Luftabwehrmittel verfügt. Übrigens ein großer Kritik von mir an Black Sea. Die Amerikaner sind da nicht, was Luftabwehr angeht, sehr beschränkt aufgestellt. Ich habe schon mal zwei oder drei Fahrzeuge an den christlichen Hallen verloren. Weil meine Stinger den einfach nicht vom Himmel gepustet gekriegt haben. Dürfte der Hubschrauber gewesen sein. Mit Heidor hat sogar so einen Spaß. Aber nicht, dass der so seine Dings verfeuert, seine Hellfire. Das wäre dann doch eine schöne. Und mal an. Hubschrauber. Ne, der hat ein paar Hydras abgefeuert. Sehr gut. Artillerie läuft noch. Hier feuert unter einer Minute. Okay. Ja, warum ich hier übrigens, wenn es jetzt jemand gesehen hat, kann ich es auch erklären. Warum ich hier jetzt schwer und mittel nur gemacht habe, ich möchte mir die Munition ein bisschen aufsparen, wenn nachher die Panzergrenadiere direkten Support brauchen. Und ich wollte lieber schnell schocken, dass, falls hier Luftabwehr am Ort ist, der Hubschrauber die Möglichkeit hat, die zu vernichten. Ansonsten können wir jetzt gar nicht so viel machen. Wir werden jetzt hier absitzen und uns auf den Ort zubewegen. Selbiges gilt hier unten. Wir nutzen die Schockwirkung natürlich aus. Wir werden dann hier mal so ein bisschen überschlagend vorgehen, damit wir hier schon mal Sicht haben und später gezielter Artillerie leiten können. Ah! Mist! Das wollte ich eigentlich nicht. Ich hab vergessen, die absitzen zu lassen. Ich bin blöd. Hier auch? Was ist hier mit mir los? Ich bin nicht mehr daran gewöhnt, Fahrzeugbesatz absteigen zu lassen. Ich bin ein Idiot. Halt mal im G3. Phoenix sind auch angekommen. Jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen was zu tun. Wenn ich das richtig sehe, ziehen die sich zu dem Ort zurück. Das bedeutet, wir holen uns da Feuer rein. Jetzt mache ich hier mal ganz kurz meinen Fehler wieder weg. Keiner gesehen ist. Ich wollte natürlich mit dem Fahrzeug vor. Weil ich natürlich wollte, dass sie ihr MG3 nutzen. Lass mir hier keinen Fehler unterstellen. Da die jetzt hier sind, könnt ihr aber auch gleich hoch und dann eine Sicht auf das. Wenn nicht, ja, werdet ihr gleich absitzen. Oh, da brennt sogar was Zweites. Irgendwer hat auf den Sicht. Unsere Phoenix.
Okay, hier haben wir unser Hubschrauber ein Flugabwehrfahrzeug ausgeschaltet. Hier sehen wir nicht, was brennt, aber möglicherweise dasselbe. Ein paar seiner Hellfire hat er schon abgehämmert. Macht nichts. Gut. Siebte Zug, unser Aufklärungselement, kommt vor. Da verursachen wir schon. Euer Auftrag beendet. Ende. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Da müssen wir vielleicht unsere Artillerie gleich nochmal ein bisschen anpassen. Kurze Sprünge. Hier den mal ein so ungefähr 30 Meter Selbstschutz. Ansonsten sollen die sich eher verstecken. Ihr dürft jetzt auch absitzen. Vorkommen. Doch, ihr dürft euch verstecken. Es sind jetzt erstmal reine Aufklärer, es sind keine Kampftrupps. Also ich möchte nicht, dass sie gleich schon unter starkes Feuer kommen. Gut, jetzt jagen wir die hier natürlich weg, was nicht ganz so schön ist. Er hat aber auch Schweine gut weglaufen von den Granaten. Ah, habe ich jetzt hier gar nicht geguckt. Seid ihr aufgerieben worden? Nein? Was macht denn der Gegner da, dass er nicht mal euch aufreiben kann? Schlimm. Ich vergesse auch immer wieder, ich mache das mit dem Blick in eine Richtung. Da bin ich so dran gewöhnt, dass ich das immer wieder mache. Wo ich hier wirklich eigentlich so 6 Minuten kommt die erste Verstärkung. Gucken, ob wir da wirklich Panzergrenadiers kriegen oder nur. In Anführungsstrichen die Panzer. Wenn wir nur die Panzer kriegen, werde ich 2 KPZ hier bewegen. 2 hier hoch. Copy. Incoming! Achtung, Aufschlag, kommen! Aufschlag, Ende. Na, das sah doch schon ganz gut aus. Ich bin Fire for Effect.
Wirkung schießen. Copy. Incoming. Abgefeuert. Kommen. Abgefeuert. Ende. Hier jetzt allgemein, weil wir wissen ja, dass in Gebäuden ist es immer besser, dann direkt drauf zu halten. Wir schießen hier munter ihre Munition, nur so richtig treffen tun sie nicht. Wir werden eine Minute lang hier drauf schießen lassen und dann das Feuer verlegen. Ich denke, damit fahren wir ganz gut. Ansonsten, es tut mir leid, es ist jetzt am Anfang erstmal nicht so viel Interessantes zu sehen. Es ist, halt Aufklärung. Wir werden den Hubschrauber nachher auch mal hier hinten in den Bereich hinschicken, weil der selbstständig sich Ziele sucht. Wirkung schießen, komm! Run, coming in! Schießwerte kommen. Stehen hier natürlich eigentlich relativ gut, ne? Wenn da genau rüberschießen. Sind trotzdem in einer halbwegs gedeckten Position. Vielleicht kriegen wir den auch noch dazu, sich mit seinen Jungs da hinzuziehen. Das wäre ja ideal. Hier wieder ein paar Meter machen. Engaging from the southwest.
Wieder neue Bauplätze. Nee, da hat er vielleicht keine Sicht mehr. Schlagen wir mit denen Haken. Bald kommen auch unsere Verstärkungseinheiten. Achtung, Aufschlag! Aber es... Schönen Scheißtag, ne? Also. Nur Glück, dass die beiden nicht so gut. Da ist jetzt natürlich nicht viel runtergegangen, aber ein bisschen was lassen. Könnten die jetzt endlich mal so kommen, dass sie treffen? Die sieht gar nicht so schlecht aus, aber die 40 mm haben keinen großen Radius. Wir sehen, der Hubschrauber macht ja noch ganz gut Randale, ne? Für die Einheiten, die das hier halten müssen, ist es auf jeden Fall ein richtig bescheidener Tag. Tja, dann gucken wir erstmal, wenn die Panzer gleich kommen, vielleicht lasse ich dann einen Spähtrupp aus den Phoenix absetzen. Und den Ort aufklären. Also der hat mehr Glück als Verstand, ne? Er dafür nicht. Wir werden jetzt schon zusammengeschossen.
Anscheinend ja nicht. Panzer. Erster Zug Panzer gerinnen. Zweiter Zug Panzer. Nö. Mal wieder? Nö. Ach, das ist in diesem Spiel aber aktuell wirklich noch ein bisschen krebsig, ne? Also da würde ich mir ein bisschen wünschen, sie würden jetzt statt der Fortress Italy Erweiterung erstmal diese Kampagnen fertig fixen. Es tut mir leid, aber das ist für mich keine fertige Kampagne, wenn da überall immer wieder Support-Elemente drinstehen, die nicht da sind. Da müssen wir hier dann ein bisschen aufpassen, wie wir vorgehen. Mir fehlen die verfluchten Panzergrennys einfach. Ist einfach so. Die fehlen mir. Na. Ist ja die neue. Hier sind wir natürlich offener für hinten, aber. Mal hier hochfahren. Einen schönen Blick über das Gelände. Was ist mit dem Hubi? Ist der noch im Einsatz? Nö. Gut, Hubi. Rare for stating. Ach mal, ihr könnt hier eigentlich. Beobachter ist beschäftigt. Du darfst das doch sicherlich auch. Sag ich ja. Brauchst nur. Sondern nicht hinkommen. Schade. Habt ihr eine erhöhte Position, dass ihr da hingucken könnt? Leider nein. Das macht nichts. Ihr werdet wegen der Rauchwolke da rein. Ah. Nee, aber wenn ich euch hier rüber bewege.
Buddy, das sollte klappen, würde ich sagen. Dann warten wir halt noch 10 Minuten auf unsere ersten Infanteristen. Also, das sind auch Infanteristen, aber ich rede von richtigen Kampfeinheiten. Sind, glaube ich, schon wieder... Großartig. Jawohl. Oh, die haben den HQ-Trupp kaputt gekriegt. Wer hätte das nur gedacht? Sieht die Wolke natürlich genauso. Ach, Mist. Ist. Hast du einen Treffer kassiert oder bist du sich nur festgefahren? Satzung ist nicht geschockt. Steiner, ja? Ass, ja? Am Arsch. Sich in einer scheiß Wüste festgefahren. Hier ist keine Explosion, also hast du dich festgefahren. Ich bin enttäuscht von dir. Ich brauchte diesen Panzer. Du hast es vermasselt. Könnt ihr mir atmen? Mist. Wegen dem Hubschrauber können sie das nicht. Sich von euch auch einer festhält, ne? Dann stempeln gehen wir, Junge. Ist das ungünstig. Alles kann ich gebrauchen, aber keine festgefahrenen Panzer. Da habe ich natürlich auch letzte Runde nicht richtig hingeguckt. Es kann natürlich sein, dass er irgendwie... Keine Ahnung. Wenn irgendwas einen Treffer in die Ketten gekriegt hat, aber ich glaube nicht. Ich glaube, er hat es nur geschafft, wirklich im Wüstensand sich festzufahren. Das macht mich sehr traurig. Ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht.
Da kannst du natürlich nicht hingucken, ne? Steiner? Natürlich nicht. Ja, der so. Du auch nicht, weil du allerdings auch in einem Winkel stehst, dass du es nicht kannst. Mach das mal so, vielleicht findest du ja was. Oder am besten so und das Ganze per Jagenbefehl. Du, ist jetzt Sicht auf diesen blöden Ort. Hast du. Räumen wir mal die Dächer leer, ja? Schwer, maximal, Personal, sofort, Feuer vielen Dank. Kommen. Ab damit. So, ihr habt aufgeklärt und eure ersten Feinde bekämpft. Das macht mich glücklich. Bin sehr begeistert. Aber du wirst es nicht glauben, lieber KPZ. Hier, wo schon welche liegen, da liegen noch mehr. 120er nachladen und ab dafür. Und los geht's mit dem Phoenix. Und ab dafür. Jetzt muss der Funke das richten. Funke sieht was? Sehr gut, Funke. Treffer versenkt. Naja, noch nicht ganz. Funke, wieso siehst du den Mann nicht? Funke, da flüchtet ein RPG-Schütze. Gut gemacht. Ach, ich habe schon wieder vergessen, oh, es tut mir leid. Okay. Nichtsdestotrotz, den gleichen Befehl nochmal. Nicht ganz, jetzt noch ein bisschen weiter, aber ihr macht das schon. So, im Eilschritt. Dahin. Funke? So, die Chance, das zu retten, was du gerade gemacht hast, und zumindest noch ein weiteres Truppmitglied da zu vernichten. Wir zählen auf dich. Genau, Tim, ist die beste Idee. Geh richtig offensiv mit deinem Panzer um. Was sollten wir in dieser Mission nochmal jagen? Ja, Panzerabwehrlenkraketen. Ich sehe jetzt schon, was gleich schief geht. Na, Funke. Bitte dich. Really? Much shame. Die Panzertruppe ist auch nicht mehr, was immer war. Copy. Incoming. Cover our grid and watch out for friendlies. Nein, friendlies sind no factor. Kannst da volles Brett reinhalten. Jetzt helfen euch die Panzer. Das heißt, ihr könnt da mal ein bisschen offensiver vorspringen. Den muss ich da erst nochmal lassen, wegen der AT-Anforderung.
Panzer stehen ja eigentlich schön auf Overwatch. Die ein bisschen auseinanderziehen. Dann denke ich, lasse ich das MMG-Fahrzeug da vorne kurz seinen Trupp absetzen und in die Stadt gehen. Feueranforderung empfangen. Ende. Jawohl. Bitte in diese Richtung gucken. Dahin. Danke. Spitzenmann dieser Römer. Spitze. Abgefeuert. Kommen. Abgefeuert. Ende. Er lässt sich ziemlich leicht unterdrücken mittlerweile. Römer? Vielleicht siehst du diesen Mann da drüben, ja. Ah, da ist auch noch ein Kontakt. Da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen. Oh, wie sieht das hier oben aus? Gansel? Wieso sind eure Würfelbecher da hinten leer? Das ist nicht okay. Ihr müsst ja vor der Mission auffüllen. Abgefeuert, kommen! Ja, bitte. Abgefeuert, Ende. Ich glaube, wenn da hinten noch eine ATGM auf dem Dach wäre, hätte die hier schon rüber geflankt. Ich glaube, da haben wir durch Hubschrauber und Artibeschuss schon ganz gut aufgeräumt. Mach da mal bitte U. Ich weiß nicht, was da ist und ich hätte da gerne. Ihr dann bitte schnell daran. Ich hätte da gerne jetzt keinen Toten, wenn es geht. Tu mir mal ganz kurz einen Gefallen. Das reicht mir. Dahin. Kannst du irgendwas Nützliches? Naja, eher nicht so. So, da warten wir auf das Wirkungsfeuer, dann können wir mit denen weitermachen. Die Fennec-Besatzung absitzen. Ort ähnlich. Mehr sehen werden sie nicht, aber vielleicht locken sie jemanden dazu raus, auf sie zu schießen. Achtung, Aufschlag, kommen. Aufschlag, Ende. Daneben, aber sonst ganz gut. Achtung, Aufschlag, Ende.
Genau. Abgefeuert, kommen. Abgefeuert, Ende. Nur wenn Gansel sagt, da ist nichts, dann ist da auch Aufschlag, nichts. Komm, Aufschlag, Ende. Buddy. 3 Minuten dürften unsere Panzergrenze kommen. Die sind da jetzt leider noch 1 Minute gebunden. Wenn die da nichts jetzt gleich hinten was auf sie schießt oder so, dann lasse ich sie dann noch eine Runde und dann soll sie zu ihrem Fennec zurück. Er sagt, ich möchte so ein bisschen provozieren, dass jemand sich dicht denkt, ah, Infanterist, da schieße ich doch mal drauf. Wirkungsschießen, kommen! Ah, Mist, hätte ich das gewusst, hätte ich dich jetzt schon dahin gezogen. Verstanden, Wirkungsschießen, Ende. Wenn ihr ihn jetzt noch treffen würdet. Zur Spitze. 250 Meter, das sollte eigentlich für euch machbar sein, aber offensichtlich ist es eine sehr komplizierte Sache. Das ist der Panzer. Ah, da das hier anscheinend Gelände ist, wo man kleben bleiben kann, versuche ich es mal mit langsam. Abgesehen davon, dass ihr ihn nicht trefft, seid ihr echt gut. Danke. Der Hubschrauber hat sich gar nicht mehr gemeldet. Ist er abgeschossen oder hat er... nur nichts gefunden. Feuerauftrag beendet. Ende. Abgeschossener Hubschrauber wäre natürlich die Katastrophe, ne? Okay. Ich lasse die noch da hinten, bis die Dings kommen. Nur nichts gefunden. Gib mir bitte mal noch mal einen Anflug, weil... ne, erstmal hier den Ort. Jetzt ein bisschen... Standby for gas request. Dann dahin. Ihr macht weiter, das ist okay so. Wenn die da vorne drin sind,
Könnt ihr dahin weitermachen? Der blöde kaputte Panzer, der nervt. Gut. Gut. Ist bis jetzt ein bisschen langweilig, das gebe ich zu, aber es liegt einfach daran, dass sie auch so viele Supportmittel haben. Warum soll ich hier in den Nahkampf gehen? Und wir haben aktuell auch nichts, womit wir jetzt so richtig in Nahkampf. Was soll ich hier mit so ein paar Aufklärern? Das hier ist schon eigentlich ein bisschen über den, was man eigentlich machen würde. Panzergrenadiere werde ich gleich erstmal hier oben zum Ostteil hochschicken. Und dann hierher den ersten Zug. Jetzt muss ich leider ganz kurz direkt reagieren, weil da haben wir jemanden drin sitzen und das Letzte, was ich will, ist, dass der uns da gleich von unseren Speeren einen übernietet. Sieh zu. Ihr seid mehr als ein Zug. Zweiter Zug. Erster Zug. Dritte Kompanie, 112. Bataillon HQ. Okay. Sie kurz sortieren. Hier erstmal dahin. Also ich denke, wenn da jetzt eine ATGM schießen könnte, dann hätte sie das, glaube ich, schon getan. Denn da stehen zwei Phoenix auf offener Pläne. Ich weiß noch nicht, ob ich den da absitzen lasse oder nicht. Glaube erstmal nicht. Second in Command fährt mir auch mit da hoch. Und wehe, ihr sorgt dafür, dass so ein blöder Marder liegen bleibt. Kann natürlich sein, dass der Gegner Verstärkung bekommt. Das wäre natürlich nicht so ganz im Sinne des Szenarios, aber möglich wäre es natürlich.
teile das hier absichtlich ein bisschen auf, weil ich das MG denke, ich kann auf der rechten Seite dann, wenn wir hier später vorgehen, ein bisschen besser decken. Mal so ein bisschen rüber. Wir haben hier noch den Panzer. Sollten hier eigentlich ganz gut Feuerkraft haben. Ich möchte das MG beim Angehen später auf die Stadt eine Möglichkeit hier drin haben, um den Bereich hier abzudecken. Und dann mit den restlichen Elementen auf die Stadt vorgehen. So jetzt erstmal der Plan. Jetzt muss das nur noch aufgehen, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht hat der Gegner jetzt auch, keine Ahnung, ein paar russische Storms bekommen. Das wäre dann schlecht für uns. Gut, der ist da jetzt natürlich entkommen, aber damit können wir leben. Denn wir haben da unser Speerelement sicher über die Straße gebracht. Gut. Einfach erstmal weitermachen, Männers. Weitermachen. Ich lasse da gerade weiterschießen, weil ich natürlich hoffe, dass der da rauskommt. Du musst nur noch treffen, sonst bist du spitze. Mit euch los. Aus Zufall hättest du ihn schon verwunden müssen. Mann! Na danke. Uns jetzt einen von unseren Leuten umgehauen, weil er schießt ja jetzt eindeutig wieder zurück. Es ist unglaublich, wie der jetzt nochmal zurückschießen kann. Aber warte mal, Freundchen. Warte ab. Du willst mich ärgern? Das kann ich auch. Doch. Ihr kommt da nicht dran. Okay, damit kann ich leben. Infanterie ist auf dem Vormarsch. Die Marder auch. Die hier sind noch unterwegs. Jetzt ist kein Feindkontakt. Sehr gut. Gelacht. Danke. Der lebt immer noch. Der will uns doch wohl verarschen. Ich bitte euch. Wir schießen uns noch einen Mann kaputt, ey.
Ihr seid ja fitte Boys. Also, Hackengas ran und den da bitte ausnocken. Ich hab die Schnauze voll von dem. Ihr unterstützt eure Leute da. Los geht's. Ihr seid unterwegs. Du darfst. Diesen Ort jetzt hier langsam gesichert haben. So, ihr seid immer noch dabei, eure Leute nach vorne zu bringen, ja? Nee, ihr ladet jetzt aus. Gut, gut, gut. MG3 ist da, wo ich es brauche. Blanken Unterstützung. Ich denke, das hat sich jetzt hier auch erledigt mit dem Kollegen. Irgendwann ist ja auch mal. Ah, unser Hubschrauber hat was gesehen. Eigentlich zu nah an den Gebäuden dran. Also wie wir sehen, wir rücken ja auf breiter Front vor. Wirklich sehr kampfstark jetzt mittlerweile. Aber ich denke, ich werde hier einfach Feierabend machen. Das nächste Mal haben wir dann ein bisschen mehr Kampfeinsätze. So war jetzt sehr viel Einsatz von Unterstützungsmaterial. Trotzdem denke ich, haben wir dem Feind hier schwere Schäden zugefügt. Und ja, ich werde hier auf jeden Fall die Marder wieder ein bisschen von dem Gebäude wegziehen. Bin ganz begeistert von unseren Hubschraubern oder Hubschrauber. Unbegeistert bin ich von ihm hier, dem guten Steiner. Bei dem Namen habe ich ein wenig mehr erwartet. Aber gut, steckt man nicht drin. Nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, inwieweit das noch eine spannende Mission wird oder ob wir uns hier wirklich einfach durchschnitzeln und sie dann durch CQB spannt wird. Hier der HQ-Trupp, der hat ganz schön ausgeharrt in seiner Butze. Muss ich ehrlich sagen. Dafür, dass den erst Artillerie auf den Kopf gescheppert ist,
dann die, die beschossen haben, der Panzer, die beschossen hat und die trotzdem immer wieder hochgekommen sind. Hui. Aber gut, ist dann halt so. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei und sage wie immer, bis denn dann.